Ich bin tätig in der Semperit Technische Produkte in Wimpassing. Wir stellen hochwertige und spezielle Gummiprodukte für die Industrie her und die auch im Alltag oft benutzt werden. Ich bin Vorarbeiterin in Semperflex Abteilung. Wir produzieren Hydraulik und Industrieschläuche. Ich bin WCM-Ingenieur in der Abteilung, bin dort für Lean Management Themen tätig und habe auch die HSE-Themen über. Ich bin als Maschinenführer angestellt und ich muss eine Maschine bedienen, so halt, dass ich meine Produktionsqualität auszubringen. Der Betrieb hat so seine Spezialitäten oder überhaupt gerade der Mischbetrieb. Wir haben sehr viele alte Maschinen, aber auch neue. Also wir decken wirklich das ganze technische Portfolio ab, was natürlich sehr interessant ist für einen Techniker, dass man sieht, wie war früher mal die Lösung dafür und wie ist sie heute. Ich fühle mich sehr wohl auf meinem Arbeitsplatz. Jeder hat eigene Tisch, eigene PC, eigene Geräte, eigene Handy, alles, was wir für Arbeit brauchen. Wir haben bei unserem Arbeitsplatz tolles Equipment, alles, was man zum Arbeiten im täglichen Leben braucht. Dann Semperit gibt es mehrere Kurse. Ich habe in letzter Zeit Staplerschein gemacht und ich bin sehr froh dafür. Man kann auch so, wenn man sagt, seinen Job ein bisschen interessanter gestalten mit Auslandseinsätzen, weil ja die Firma mehrere Standorte im Ausland auch betreibt, damit eben ich selber schon in China, Thailand, Tschechien, Polen für eine gewisse Zeit lang war. Also es ist sicher immer was Interessantes für jeden dabei. Jede Mitarbeiter, die sich eigentlich bemüht und zeigt Interesse und lernt fleißig und merkt die Sachen, die eigentlich ganz, ganz wichtig sind, hat eine Chance. Bei mir zum Beispiel, ich habe als Maschinenführer begonnen, wurde dann Vorarbeiterersatz und bin seit letztem Jahr WCM-Ingenieur bei uns in der Abteilung. Ich bin besonders froh, in Semperit zu arbeiten, weil da gibt es viele Produkte und da kann man viel lernen. Wenn ich an die Semperit denke, ist das nicht nur ein Arbeitsgeber, sondern es ist auch irgendwie familiär, privates Umfeld, Freunde. Wir unternehmen auch in der Abteilung quasi die Kollegen privat, zeitweise Sachen. Semperit steht für Technik, Innovationen, Forschung und Entwicklung und Semperit ist auf der ganzen Welt bekannt.